Dudes und Duduvinas, Ladies and Gentlemen, welcome back. Wir sind hier gerade zurück von meiner ersten Tüssi-Lutour. Hier ist der dicke See. Dahinter fängt dann Tissi an. Der Heibel chillt hier irgendwo. Der Herbel muss hier mal kurz noch ein bisschen was zu sich nehmen. Achso, ja, weil der Heibel ist kurz vorm Verdursten und hot. Ich meine, Hungrig und alles der Heibel und. ist ein hotter Boy, aber es wurde jetzt so hot, dass er sich abkühlen musste. Ja, Caribbean City heißt das Video. Und ich habe mir gerade gedacht, vom Zurücklaufen müssen wir euch noch zeigen. Ich habe auf dem Hochweg ganz, ganz schlimm geweint, weil ich einfach kein Scope für meine Blaze gefunden hatte. Zwischenzeitlich haben wir eben da oben in der Scheune noch eine Winchester gefunden. Die habe ich jetzt auf dem Buckel. Und eben in der Tüssi-Aufnahme, wer die gesehen hat, hat es schon gesehen. Ich habe unheimlich viele Caribbean-Mags. 1, 2, 3 an der Zahl. Auf jeden Fall sind wir hier hochgelaufen und ich war wie ein kleines Kind am Weinen, dass ich kein Hunting-Scope für meine Blaze habe. Und dann sagte Heibel, ist gar kein Problem, wir gehen nach Caribbean City. Und ich so, yo, Heibel, was ist Caribbean City? Da ist der Heibel doch. Und dann sagte der Heibel, Caribbean City ist ein geheimer Ort. Der ist so geheim, dass er noch nicht mal auf der Karte ist. Weil der sagte, Caribbean City da hoch. Habe ich auf die Karte auf dem Seitenmonitor geguckt und habe gesagt, Heibel, da ist nichts. Ja, und Caribbean City sind tatsächlich nur vier Häuschen. Oder fünf, vier, fünf. Wurst, sehen wir gleich. Und Heibel hat mir dann die eierlegende Wollmilchsau versprochen, dass er jetzt bei, wie oft hast du gesagt, bei drei oder viermal hochlaufen? Ja, sowas. Ich glaube vier, fünf Mal irgend sowas. Immer Caribbeans gefunden hatte, noch voll equipped. Und dann sind wir wirklich dann Caribbean City angesteuert. Das habe ich natürlich nicht aufgenommen. Ich fisch, deshalb laufen wir jetzt nochmal zurück. Und dann haben wir wirklich beim Hochlaufen eben, als wir nach Tissi sind, vier Caribbeans gefunden. Und davon waren noch drei mit Mac und zwei mit Scope. Daher hatte ich dann mein Hunting Scope. Und aus diesem Grunde haben wir gesagt, laufen wir gerade nochmal zurück und halten das Ganze fest. Weil Tissi ist gerade der Ankerpunkt, wo wahrscheinlich jeder Zweite zum Looten hinlaufen wird, weil es mit Militärequip im Inland und an der Küste halt sehr, sehr mau aussieht. Und wenn man dann als Zweiter für eine Winnie oder eine Caribbean spielen will und noch einen Scope braucht, kommt man hier oben eh vorbei. Tissi ist am ADW, Arsch der Welt. Ja, Arsch der Welt trifft es relativ genau. Aber es gibt halt, wenn man die Strecke läuft, wo man hier vorbeikommt, gibt es halt noch ganz was Gutes. Das Hier kommt dann im gibt es nächsten halt. Video. Oder was Ja. meintest du? Ja, das vom fürs nächste Ja, wir Video. wollen ja nicht spoilern, das kommt dann im nächsten Video. Da gibt es nämlich noch zwei Zuckerstückchen. So, also hier, ihr seht's links, hier ist der ADW, Arsch der Welt, Kartenrand.de. Hashtag ganz im Norden. So, und da vorne. Auch unter Bros Caravan City genannt. Caribbean City. Caribbean City ist der legendäre Ort, an dem Milch und Honig fließen, wo sich Katz und Maus am Abend gute Nacht sagen. Aber ganz wichtig jetzt hier, bevor wir jetzt hier weiter in Lobgesang verfallen, hier ist eine geile Treppe und die sieht super geil aus. Und ich weiß, man will diese Treppe hochlaufen und diese Kirche gucken. Aber mein treuer Guide Heibel hat gesagt, tut es nicht, weil er hat schon zweimal die Haxen gebrochen, oder? Zwei oder dreimal hast du gesagt, Brian? Dreimal. Nee, dreimal. Dreimal und war tot. Also Kirche mit großer, dicker, geil aussehender Steintreppe ist Pfui. Ist ganz großes Pfui-Bär. Macht man nicht. Sei dann, man hat nichts zu tun und will nochmal eine Dreiviertelstunde hier hochlaufen. So, und jetzt hier sehen wir das erste Haus am Horizont von Caribbean City. Das Melonenhaus. Und ihr seht es jetzt hier, das ist das Melonenhaus. Dahinter ist so ein Haus, da läuft ein Zaun durch. Da habe ich eben eine gehabt, die lag auf so einem Schränkchen. Und da unten sind noch zwei Blockhütten. Und da unten links, dann Ein sehen wir gleich. halbrundes. Eine halbrundes, genau. Aber ich muss enttäuschen, hier erstes Haus Nix. von Caribbean City. Ist Lag eine eben noch eine Niete. drin. Gut, man weiß halt auch nie, wie der Loot so spawnt und vor allem, wie viele Leute sind hier jetzt schon durchgetingelt, ne? So, und hier habe ich nämlich eben so reingeguckt und wollte hier rein, aber hier ist ein. Da liegt sogar einer. Tatsache. Hier ist ein Zaun. In dem Genau. Haus, in dem Haus lagen eben sogar zwei. Ja, da ist irgendwas auf der Map hier anscheinend falsch gelaufen, weil der Zaun läuft durch die Hütte. Ist da auch noch eine? Nö, leider nicht. Guckt, hier ist der Zaun da. Ja, und hier liegt sie. Zack, bumm.
bist hier eine Scope drauf. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit, falls Chris eins braucht. Leider kein Mac drin, aber so kann es gehen. Wie gesagt, eben hatten von vier, die wir gefunden hatten, drei ein Mac dabei. Lost Zombos, hier ist dann die nächste Blockhütte. Und hier ist Ingo. Ingo ist am Start. Ingo kommt zu dir rein. Ja, lass ihn. Eine Karte, eine Dose, Essen haben wir aber eigentlich genug. Komm, Ingo, bleib drin. Ist kalt draußen. Der magische Flow von Caribine City wird doch nicht genommen worden sein. DayZ darf uns nicht unser Caribine City wegnehmen. Ich kenn's zwar erst seit 20 Minuten, aber es ist jetzt auch meins. Dieser magische Flow gehört zu diesem Ort. Hier haben wir ein paar Klamotten, Muni drin. Nückes. Auch nix. Jetzt haben wir euch hier Caribine City versprochen und haben erst eine gefunden. Wird ganz schön mau aussehen, Boy. Ja, wir sind hier, das ist das erste Haus von Caribine City, hier dieses Halbrunde. Und da hatten wir eben auch eine drin gefunden. Die war sogar voll equipped. Das war die, die ich oben in Tissy im letzten Video vom Tissy-Rundgang die ganze Zeit auf dem Buckel hatte, die ich dann oben gedroppt habe. Und die lag, wenn man jetzt hier den Eingang reinkommt, auf der linken Seite ist so eine Anrichte. Ein Messer? Ah, ich hab eins. Da lag sie. Da liegt noch einer. Hier ein Magnum-Speaker, oder? Ja, und hier ist noch eine Caribine. Ah, auch voll Sitz? Nee, die hat gar nichts dran. Okay. Gut, war jetzt ein bisschen enttäuschend. Leider nicht so wie auf dem letzten Server. Das lag wahrscheinlich am Namen. Der hieß irgendwas mit Pimmel. Pimmelbande oder so. Also auf der Pimmelbande lagen vier. Aber wie gesagt, wenn ihr eh in Tissy seid, noch einen Scope braucht oder sogar noch eine Waffe mit Scope und Moon und Max, lauft's einfach mal durch. Ist kein großer Umweg. Und es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Jetzt, wie gesagt, leider nur zwei, aber es geht bedeutend mehr. Wem es gefallen hat, wem der Tipp hilfreich war, Däumchen nach oben, wie immer, und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!